Der Rechtsextremismus hat es eben nicht nur auf einzelne Menschen und auf einzelne Gruppen abgesehen. Er hat es auf das freiheitliche Fundament unseres Staates abgesehen, meine Damen und Herren. Und deswegen noch einmal, Hanau war mehr als die Tat eines Einzelnen, eines Verwirrten. Es war ein Ergebnis, ein Anschlag auf uns alle. Und deswegen müssen auch alle, und ich betone alle, eine Antwort geben, laut und eindeutig. Wir Demokraten stehen zusammen für ein friedliches, weltoffenes und tolerantes Deutschland. Wir schützen die Rechte aller unserer Mitbürger, egal woher sie kommen, welche Religion sie ausüben. Und wer diese Rechte missachtet oder anderen abspricht, der stellt sich ganz bewusst gegen dieses Land.